Willkommen zu wohl Willkommen einfach zum neuen Let's Play. Es ist Assassin's Creed Valhalla. Yeah, ich habe mich Monate auf dieses Spiel gefreut. Jetzt kann ich es endlich spielen. Kommt ein bisschen, ich nehme das ein bisschen spät auf, tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, was ich hierzu noch alles sagen soll. Ich sage einfach mal rein hier, ne? Ah, ich muss natürlich Einstellungen, natürlich. Helligkeit, was machen wir mal so, man soll ja auch noch was sehen können, ne? Kontrast, verstehe ich jetzt nicht, aber. Nee, ich glaube, das war schon in Ordnung auf 5. Im Notfall kann ich das einfach nochmal ändern. Damit kann ich nichts ändern. Nee, ich habe sowas nicht. Dann weiter. Ja. Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas darf man nicht zeigen, oder? Ich muss das ausmachen. Auf YouTube darf man sowas leider nicht zeigen. Okay. Umschalten, ziehen, Aktion halten, schnell redaktion, ja, dauern, ich sag Bescheid, wenn ich bei den Einstellungen fertig bin. Ja, steht alles okay. Ja. So, also ich bin jetzt fertig, war doch nicht so lang, wie ich dachte. Ja, was machen wir da? Es gibt mehrere Symbole, die zu der Belohnungsführung, Gelegenheit sind weiterhin sichtbar. Rückmeldung zur Gelegenheit auf der Weltkarte im Regen. Gerade Erkundung. Fährensucher, minimale Funktion Hut und auf der Weltkarte für ein eindringlicheres Spieler. Warte mal, was? Minimal. Also, Rückmeldung zu Gelegenheiten auf der Weltkarte im Regen. Was war das nochmal? Ja, ich lasse das. Bleiben wir bei Standard. Schwierigkeit, Standard. Assassine, Standard. Oh, ich freue mich. Ich habe wirklich Monate auf das Spiel gewartet. Ich habe es mir damals vorbestellt, aber es frisch angekündigt schon. Ich bin halt ein riesiger Assassin's Creed Fan einfach. Wenn ich das Geld gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was anderes dazu geguckt. Und wie so ein, die Hidden Blade zum Beispiel, die hätte ich gerne gehabt. Die sah geil aus. Oder generell das Deluxe-Paket. Ich halte mal die Klappe jetzt. Meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand. Und es gab kein Meer. Keine Erde und keinen Himmel. Kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf. Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Ja, und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Jetzt geht's los. Richtig. Yeah! Ich hab mich so auf das Spiel gefreut, Alter. Ich zitter komplett. Ich will das Spiel spielen endlich, ne? Ich will es spielen. Da bist du ja. Und das ist der Ivior. Oh, ich darf den direkt spielen. Oh, wie cool. Ja. Also, willkommen zu Assassin's Creed. Die Reise eines Wikingers beginnt hier. Und ja, ich werde sehen, was ich tun kann, ne? Lasst ein Like und Abo da, wenn euch das Spiel gefällt. Und wenn ihr mich supporten wollt. So, ich hab mich schon gewohnt, was ist denn los? Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Oh,
netter Kerl. Ich bin wahrscheinlich so der Häuptlingssohn, ne? Da bist du ja, kleine Dringer. Geh. Ja, hast du unseren König gesehen? Ah, das ist wohl doch nicht der Vater, oder? Ja, gut. Komm, ey. Oder ist das der Vater? Könnte sein, ne? Hast du den Reif? Also doch der Vater. Cool. Komm hoch, Olaf. Ich kann tanzen? Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute zu haben. Wie cool. Könnte ich den ganzen Tag machen, Alter. Na, dann gehen wir mal. Ich mag den Kerl. Das ist ja geil. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm. Ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat nicht, Sigurd. Wie du willst. Aber ich dann das bekommst Gefühl, du kein Met. Ich habe das Gefühl, der Kerl ist entweder ein richtiges Arschloch oder ist ein guter Bruder. Balcaceda wird durch meinen Hammer. Anschalten, ich kann was anschalten. Was kann ich denn hier anschalten? Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen konnte. Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht. Ah, die müssen es schon. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll auf dich. Skoll! Siehst Kriegerin? Du? Sie stimmt zu. War eine Kriegerin? Ich dachte, ich hätte den männlichen Charakter ausgewählt. Das sind wahrscheinlich Mutti und Vater. Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, Vater sah anders aus, glaube ich. Und? Hast du den Reif? Vielleicht würde die Mutter so sagen. Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja. Tatsache, die Mutter. Ich bin gut. Kannst du dein Männchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Ein bisschen zu viel Sachen, ne, Jungchen? Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Ah, Mutti. Ich freue mich. Ich bin gehypt, sagen wir so. Evo, warte. Den wahren König von Rügjafylki. Heute Nacht werden wir alle neu geboren. Skål! Geil. Eva, komm. Herr,
Ich mag den Kerl. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Aber doch der Vater, lol. Weil Odins Mit und Stärke bringt. Wenn Mut und Ehre ist. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Ballhalde der Held. Nach Ballhalde der Held. Das Horn für die große nicht ausgewählt, welchen Charakter ich spiele, ob ich den männlichen oder den weiblichen spiele. Na, wenn er schon vorbestimmt ist, lasse ich das jetzt einfach mein Schicksal entscheiden, sagen wir mal so, ne? Ein Zufall. Es soll nicht gehen, also gehe ich nicht. Ich bleibe stehen. Kleiner Spaß, ich komme mit. Kann ich rennen? Ne, kann ich nicht. Schade. Wie sie das gerade gesagt hat. Alter, die geht ab. Mit der Fackel, Alter. Alter. Das ist der richtige Multitasking, oder? Los! Nein! Nein! Reite! Los! Ist ja niedlich. Der kann's nicht mal heben, der Kleine. Was ein Arschloch. Ich sehe es schon kommen, der Typ wird wahrscheinlich der sein, gegen den wir kämpfen, ne? Irgendwann. Ich habe im Übrigen noch nichts zu Assassin's Creed Valhalla gesehen, nur ein bisschen. Und zwar so ein Zusammenschnitt halt, wie man Festungsaufbau und so, also wie man die halt erobern tut, aber das war es auch schon, das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Aber selbst da weiß ich nicht alles. Ein Adler. Sehr neugierig. Ich glaube, am Pferd. Eigentlich wollte ich dem Pferd einen Namen geben. Da ist eine Axt und da kommt ein Wölfchen. Oh.
jetzt auf einmal die Adler. Ach du Scheiße. Das ist ein Spielglitch, der immer. Alter, was war das denn? Verdammt! Ich sehe zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo sind wir denn angemessen, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich sage aber gern. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ah, okay. Nee, also ich tendiere mehr zu dem männlichen. Ja, der sieht hier viel cooler aus, Alter. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Alter, krass. Der Junge war einfach ein Spielglitch. Muss die Uhrzeit im Auge behalten. Und merkt, es kommt ja hauptsächlich ungecuttet hoch. Vielleicht ein klein wenig cutten, aber das war's auch schon. Heilbohr. Bör oder so, keine Ahnung. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmann? Na. 17 Winter. 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Das ist wirklich der Kerl. Der Mörder seiner Eltern. Deines Vaters, die Waffe eines Feindes, einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Ja. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Seines Tods, lass sie leiden. Ivo Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Alter. Seid ihr als Sklave verkauft oder was? Also, Untertext du Fehler. Das ist im Übrigen am selben Tag wie das Release ausgenommen, also können immer noch Fehler drin sein. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs fest. Also was habe ich dir gerade gesagt? Alter! Der Junge ist gut. Kommt wohl davon, wenn man Jahre auf sich allein gestellt ist, ne? Oh, das ist mies. Ah! Na, ist doch mal wieder frei. Alter, wie cool, jetzt geht's los. Okay, damit kann ich ausweisen, dodgen. Ausweisen, alles klar. Ja, ich kann mich damit ausweisen. Damit sneak ich scheinbar. Ne, warte mal. Mit Kreis sneak ich, okay. Hä? Also ich habe einen Bogen auf jeden Fall und eine Axt. Kann ich das irgendwas mitmachen? Kann ich, Tatsache. Besser. Ah. Ja, ich suche jetzt erstmal noch Essen. Hier kann ich irgendwas machen.
immer ein bisschen Gold. Natürlich. Er ist ja irgendwie nicht mit der Steuerung nicht so ganz zufrieden. Aber ich kann ja auch mit damit angreifen. Also R1 sind leichte und schnelle Angriffe und R2 sind dann schon starke Angriffe. Okay. Einfach durchknallen, macht viel mehr Spaß. Und sollte mich die öffnen. Oh, dass die Person Wetter pennen können, Alter, Respekt. Ich habe jetzt schon Probleme bei mir mit Einfällen und bei mir ist es warm. L und X. Ah, okay. Also wie bei einem anderen Assassin's Creed Teil. So, der ist, ich habe bisher zwei Assassin's Creed Teile nur gespielt, leider. Also das ist nicht mehr. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ich bin gerade noch auf der Assassin's Creed Black Flag Steuerung und da war, glaube ich, Kreisangriff. Aber hier nicht. Dreieck macht momentan noch nichts, Viereck ist Dodgen und X kann gar nichts. Damit nehme ich den Bogen. Ah, okay, damit kann ich das nicht. Na, guck gerade, was er sieht, der Junge. Aber er sieht ein paar Vögel, da ist ein Tier. Irgendwie sehe ich ja nicht, noch nicht so viel, ne? Ach du Scheiße, muss ich echt so weit laufen? Okay, also auf oben tue ich den Adler beschwören, scheinbar. Da mache ich nichts, da auch nicht. Damit pfeife ich. Was macht das Pfeifen? Ah, hier haben wir einen Skillbaum. Okay, interessant. Alter, bei den Skillen müsst ihr mir helfen, denn da bin ich ein kompletter Noob, Alter. Das könnt ihr mir glauben. So, hochgeheilt. Gut. Der Assassine, ach nee, momentan ja noch Wikinger. Der Wikinger ist hier. Hilfe. Ich komme immer noch nicht so ganz mit der Tastenbelegung klar. Ich drücke immer wieder Kreis. In vielen Spielen ist halt Kreis einfach die Angriffstaste. Und ich weiß, ja, plündern direkt zu Anfang. Ja, das ist ein Holzbein, das nehme ich gerne. Ich weiß aber leider nicht, wie man sprintet. Ah. Den linken Joystick rindrücken, okay. Also ich spiele das Ganze im Übrigen noch auf der nägelnahen neuen PlayStation 4. Na gut, nicht so neu. Finde und rette deine Besatzung, gerne doch. Oh. Ja, kein Wände hochklettern, ich hoffe, der kann auch schwimmen. Also Aussichtspunkte erreichen. Alter, ich dachte gerade für einen Moment. 40 Meter, 30 Meter. Da oben? Da oben. Und das hat mich irgendwie am Black Flag gestört. Du konntest nicht so klettern. Also du konntest schon klettern, so ist es nicht, aber es war nicht so besonders gut. Aber hier scheint es mir ein bisschen angenehmer zu sein bisher. Das ist die Karte. Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist noch nicht alles, kann das sein? Das ist noch lange nicht alles. Ich sehe es schon hier. Hier ist noch ein Teil der Karte. Das ist nur eine Insel. Es ist bisher nur eine Insel wahrscheinlich. Lol, wie cool. Da kann er sogar schwimmen. Sieht man selten. Das ist das gute Teil. Gut, im Black Flag hat man schon gesehen, wie du schwimmen konntest, aber. Wer nichts sagen.
In manchen Teilen könnte man nicht schwimmen, man könnte auf Häuser klettern. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ich töte den Kerl. Das ist die... Alter! Ziel erfasst. Okay. Der schmeißt! Alter, ich liebe es! Dankeschön! Kann ich mit der Wache anfangen? Scheinbar nicht. Na gut. Ich kann tragen. Nee, ich kann plündern. Pfeile mitnehmen, ja. Das auch mitnehmen. Ich klaue euer Essen, Alter. Brauche ich zwar nicht, aber ich klaue es trotzdem. Na gut, und jetzt schätze ich mal weiter den Weg folgen. Wo auch immer der nochmal war. Einfach den Fußspuren hier. Na, hier liegt ja was. Was ist das für ein Holz? Okay, ich dachte schon. Rabenperspektive. Eine Rabenperspektive, einen besseren Überblick über die Umgebung verschaffen. Ja, das weiß ich bereits. Das habe ich schon herausgefunden. Was siehst du? Vorhin Stärke 1. Oh, was ist das denn da hinten? Ist das mein Schiff? Ach du Scheiße. Oh lol. Das ist ja nochmal so geil. Damit hat man einen viel besseren Überblick nochmal. Ja, das ist nicht. Also bisher sieht das mega cool aus. Vor allem die Möglichkeit mit dem Raben zu nutzen, der dich denn zeigt, was wo ist. Achso, da ist das. Ja. Headshot! Geil! Alter, das Spiel ist. Bisher macht es richtig Laune. Ist zwar gerade noch der Prolog, also quasi noch das Intro, aber an sich macht es bisher richtig Laune. Also ich kann mich noch nicht beschweren. Ich werde zwar noch lachen, sobald ein Bug oder so hat auftaucht, aber bisher ist richtig nice. Da ist noch ein Haus, das kann ich plündern. Evio, der einzige Wikinger, der einfach fremde Häuser einbricht. Hallo, ich bin's, der Evio. Ich komme, um mitzuholen, was nicht mir gehört. Das liegt gar nichts drin. Ist ja unfair. Oh, das ist eine Truhe. Das kann ich gedrückt halten. Okay, was kriege ich? Eisenerz und Leder. Bereite Waren ins Kind für die Sklavenhändler. Vor die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen. Oh nein. Bitte nicht. Nicht meine Freunde. Ich habe mit ihnen so viel erlebt. Sprichst du ein Wikinger? Keine Ahnung. Ich würde gern. Wo denn? Wo ist denn der? Seh den nicht. Wo ist denn der? Ich seh den ja recht nicht. Hier oben irgendwo? Man kann sich auf jeden Fall eine Menge verstecken. Ist das? Nee, oder? Während des blauen Ding kannst du ordentlich gut sehen, aber danach sieht er blöd mit dem ganzen Schnee. Ich geh nochmal runter, immer schön auf dem Weg bleiben. Ich weiß, es sieht es nur in die Länge, aber. Ja, warum nicht, ne? Ich werde das für ungeschnitten lassen. Also bisher habe ich so meinen Spaß. Ich sehe da was. Nee, jetzt. Ich dachte gerade, so lange ich gedrückt hätte, so lange ist es aber. Krieg ich vielleicht. Wie viele sind es? Nur einer. Ja. Lauf nur. Läuft doch nicht. Hat ein A-Loch. Ich weiß nicht, schwöre. Ja, ist außer Reichweite. Fuck it. Ich hoffe, das kann man noch ändern irgendwie.
Ich muss sagen, irgendwie mag ich das mit dem... Alter. Ich kann die wirklich plündern. Das ist gut. Oh ne, du bist für mich nutzlos. Okay, weiter geht's. Ich habe immer noch keine Ahnung, so wirklich was... Obwohl, da werden mir Goldbarren angezeigt. Was für ein Wikinger wäre ich, wenn ich das nicht annehmen würde? Gold ist das Lebenselixier der Wikinger. Ich sehe schon, ich muss hier einen auf Assassine machen. Obwohl ich ein Wikinger bin, noch. Betonung liegt auf noch. Ich habe immer noch nicht so wirklich den Dreh raus, wie man gesprintet. Es tut mir leid, dass ich jetzt einfach nur erkunde, aber die Welt ist halt so schön gerade. Und ich will halt auch einfach, ja, ich will gern mehr davon sehen einfach. Ich will wissen, was passiert, wenn ich hier das und das mache. Ich will wissen, was die verschiedensten Zeichen hier sind. Ich vermute mal, der Gold da könnte für Reichtum stehen, also halt, ich krieg da Geld her. Aber, ja. Keine Ahnung, was das ist. Gut. Ich muss erstmal einen Weg da hoch finden, ne? Das wird sein. Vielleicht, wenn ich hier so. Ja, hier könnte sein. Ja, könnte passen. Okay, ich dachte erstmal, könnte hochklettern, aber das war schon mal nicht gewollt. Oder zumindest. Hier kann man hochklettern. Hier ist möglich. Okay. Ich sehe ihn leuchten. Ah, ich sehe schon, ich muss hier mit dem. Wie fortschrittlich die Wissen. Die Wikinger auch waren, ne? Trennbare Ketten. Ja, das habe ich schon herausgefunden durch trennbare Ketten. So. Was ist das? Truheblind. Bitte lass irgendwas Gutes dabei sein, Alter. Kohlewaren. Ist das gut? Reichtum und ein Punkt angehebt. Heißt es gibt so viele Reichtümer hier oder was? Oh, da ist noch was. Ich habe hier sowas mitgenommen. Lederball. Ich glaube aber nicht, dass es das war, oder? Wenn doch, dann ist das jetzt die verschwendete Zeit. Ja, es ist verschwendete Zeit. Okay, schade. So, ich muss dahin. Also sag ich einfach mal, ich springe. Ja, wenn ich könnte, würde ich hier runterspringen. Au, 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 au. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Profi bin. Das ist richtig cool, wenn die Eisschollen damit zusammenbrechen würden. Boah, das wäre ja geil. Wäre zwar unlogisch vom Spiel, aber es würde cool aussehen. Sicher? Also ich habe bisher nicht gesehen, dass er gut bewacht wird. Ich habe alle getötet. Da ist hier sicher noch irgendwo einer. Egal. Ignorieren wir einfach mal. Ja, wir wollen jetzt endlich mal die Quest hier weitermachen, nehme ich an. So, damit ich hier ein bisschen... Oh nein, es gibt sogar eine Blutlarve. Du hast genug Nahrung für eine Mahlzeit. Verzerrt eine Mahlzeit. Ah, okay, ich verstehe. Wie es gemeint ist. Wolfshangzahn, Leder und Jagdpfeil. Da vorne leuchtet schon wieder was. Das ist sicher irgendwie wieder was Gutes. So ungefähr gleich auf. Oh, Alter, das muss so unangenehm sein. Der trägt halt nichts als einen Lederschuh. Alter Vater. Ich bin wahrscheinlich wie viele andere YouTuber, Alter. Ich erforsche eher als zu spielen. Singendes Eis. Findet der Kampf statt. Okay, ja, hi. Jetzt kommt scheinbar eine Sequenz, würde ich behaupten. Es lädt zu lang. Mit dem Schild macht er ihn klar. Dark, alter Hund. Du lebst? Ja. Hab mich vom Schwertkorps weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sei in einem Öchwalznäs auf ein Schiff steigen und den Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten.
Ich finde sie. Du machst das Landschiff bereit. Du Rampensau. Du willst dich ja doch alleine übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, zwei Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und sie gleich ins Leben setzen. Wie willst du? Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Cool. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Ah, ich darf jetzt ein Schild führen. Wir sehen uns dann am Schiff. Nice, jetzt werde ich Naofumi irgendwie von Rising of Shield Hero. Ich krieg jetzt den Overpower, das ist ein Schild, ey, keiner kann mir was anhaben. Ja, ich kann das irgendwie nicht lesen. Das Gold, und da geht's noch weiter. Ich will aber das Gold zuerst haben. Ausrüstung einen Schild sind. Okay, warte, lass mich mal gucken. Inventar. Waffen. Es gibt Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und möglich einen eigenen Kampfstil. Wird angezeigt, wenn eine Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Haupthand. Waffen, die in der Haupthand ausgestattet werden, verursachen den Großteil deines Schadens und bestimmen deinen Kampfstil. Und anders kannst du auch Schilde in der Haupthand ausrüsten. Okay. Nebenhand. Du kannst Waffen und Schilde auch in der Nebenhand ausrüsten. Diese haben dann eine unterstützende Wirkung auf deinen Kampfstil. Zweihandwaffen. Beidhändig geführte Waffen belegen beide Waffenfelder. Bogen. Neben deiner Nahkampfwaffe ist auch immer dein Bogen für Fernkampfangriffe ausgelegt. Es gibt drei Arten von Bögen, die eigene Pfeile benötigen. Sieh dir die Werteübersicht im Inventar an, um mehr Details über deine aktuelle Ausstattung zu erfahren. Gut, erledigt. Und hier habe ich jetzt ein Schild, ne? Na, ich glaube, den nehme ich nicht. Ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich bin. Wir laufen dann also bei dem Gebiet in der Quest angezeigt, ja? Quest auf, ja, ja, gut, das ist der Standard. Und Codex? Aha. Tutorial und Datenbank. Oh, lol, das ist bisher ganz cool. Gelegenheit offenbaren. An einem pulsierenden Leuchten im Kompass erkennst du, dass du in der Nähe von Schätzen, Rätseln oder Artefakte bist. Zumindest kannst du irgendwas orten. Mit den Rahmen kannst du Questziele orten. Also ich kann das Ding hier jetzt. Na, ich sehe schon, da ist ein Feind, ne? Gehen wir mal ein bisschen runter, damit ich was sehe. Also hier im Haus ist ein Schatz, ich sehe schon. Muss ich denn hier rein? Nee, eigentlich nicht, oder? Doch, muss ich. Proviant ist voll. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Er wollte eh nicht durch das Tor, also. Das Langhaus. Eine Mannschaft sollte da drin sein. Da drin ist er. Oder? Keine Ahnung. Tür verriegelt. Muss auf die andere Seite. Können nur von innen geöffnet werden. Aha. Wir sind ja in Assassinen-Style, also kann ich doch in der Logik hier hochklettern und dann ist hier irgendwo ein Eingang. Oder? Vielleicht interpretiere ich jetzt auch ein bisschen zu falsch, zu viel. Ja, ich habe so viele Reden lang interpretiert. Ja gut, das kann passieren. Dann nehme ich halt das Fenster. Verriegelte Tür. Um solche Türen zu öffnen, musst du ihr Schloss zerstören. Odins Sicht wird das für dich hervorheben. Ah, okay, so wird das gemacht. Ich verstehe. Dann haben wir hier noch eine Truhe. Nice. Was haben wir drin? Kohlebaum. Gut, ich glaube, hier drin ist alles, oder? Ja, das war's. Langhaus, 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 Langhaus. Das hier? Nee. Das ist nicht lang. Ich wurde gesehen. Von wo denn? Ist dahinter noch einer? Ja. Gut, dann lasse ich es dabei. In den Weizen bin ich halt getarnt. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Ja, ich glaube, ich sehe es sogar, wenn das nicht was anderes ist. Die Frage ist, wie komme ich aufs Dach auf? Ich bin mehr der Sneaky-Spieler hier. Da, ich sehe was, okay. So bringt das Schleichen irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Wenn man dich hier nicht sieht, ist das ein Wunder. Und zack. Ah, ich habe doch richtig geguckt. Könnte es sein. Oh, das erinnert mich gerade sowas von an Assassin's Creed Black Flag. Eins meiner Lieblingsspiele wohlgemerkt.
Oh, ist da staubig hier drin. So findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn was ist er denn? Sterbe, dann soll es schmutzig werden, Ars. Hä, wo denn? Seht ihr nicht? Wo sind sie denn? Ah, unter mir. Ah, nee, nicht unter mir. Toll, komme ich nicht unbemerkt runter. Ich muss erstmal eine gute Stelle finden. Hier scheint keiner zu sein, hier kann ich runter. Ah, ich wollte jetzt eigentlich schießen. Naja, gut. Jans im Hintergrund, Jans vor uns. Finde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Graf. Oder deinen Clan von Real und Bauern. Dreck. Oder deinem Clan von Real und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch mein... Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, da ist ein bisschen Autofehler. Nach Irland sein, Holzmal. Nach Irland? Ja, geil, ne? Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Alter, ich freu mich. Oh ja, das wird spaßig. Ich schick dich direkt zu ihm. Weniger, Holzmann. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Leute, macht einen Doppelangriff. Was soll denn damit? Ist das unfair? Will ich auch können. Ja, das kann man nicht wirklich kämpfen, denn, oder? Ist die ganze Rolle, kannst du nicht mehr ausweichen oder blocken, bis sie wieder voll aufgefüllt wird. Außer für dich wieder auf, wenn du leichte Angriffe landest und eine gewisse Zeit wartest. Ja, okay. Au! Das war nicht geplant. Oh, jetzt hat er Hammer? Ich kann auch parieren. Alter! Alter, ich liebe es. Na komm, greif an. Der Kerl ist geil. Ich mag den. Der klatscht ihn mit dem Hammer weg. Kommt noch was? Ja, der nimmt die Axt, ne? Ist das die Axt seines Vaters? War die das? Vater. Ja, Tatsache. Du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Das war die Axt seines Vaters. Wenn ich mein Leben gebe. Schonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin! Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Na toll. Jetzt ist er im Hintergrund gefangen. Ein Hündchen. Und ein Assassiner? Nee. Was bist du? Wikinger bist du nicht. Jetzt stehen mir scheinbar die Tore Valhallas offen. Ne? Kann ich was mit denen hier machen? Kann ich die töten? Nee. Du stehst nicht im Rampenlicht scheinbar. Oh, nein, bleib hier. Hey, hey, Megumin. Ich hab gesagt, hier bleiben. Was ist jetzt los? Yggdrasil, bist du's? Yggdrasil war, glaube ich, so ein riesiger Baum. Da ruft jemand nach mir. Aber es scheint doch leichte Soundprobleme zu geben. Vielleicht ist das auch nur bei mir so. Dass die Audio-Sound nicht richtig passt. Ich würde das Spiel gerne so lange durchzocken, wie ich könnte. Leider habe ich morgen Arbeit. Wenn das Video hier kommt, habe ich morgen Arbeit. Dann habe ich ja so. Was ist mit dir? Mit uns los! Oh. Ja, natürlich. Hat er mich gerade abgeschnürt, dass ich ihn auch nicht mehr losbinden? Oh, scheiße, wollte ich nicht, sorry. Die Götter seien bekämpft, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Ist die so? Nee, das ist die. Wer atmen kann, kann auch kein Fuß
unser Schiff zurück. Ja, ja. Voll deiner Meinung. Kann ich auch hier bleiben? Gefällt mir irgendwie. Ah, mein Köcher ist voll. Okay, scheint es zu sein. 900, 700. Ja, jetzt muss ich da hin. Oh, ist das hell. Naja, ich kämpfe. Ich pulle. Ja, ich weiß. Oh, stimmt, da ist ja was. Also Schild werde ich, glaube ich, nicht nehmen. Kriegt ihr nicht mal einen Tod? So was nennt sich ein Wikinger? So geht das. Hier wird noch irgendwo gekämpft. So, das war's. Weiter geht's. Komm schon. Scheinbar war es das noch nicht. Hallo? Kann ich hier zugucken einfach? Alter. Das ist noch einer, scheinbar nicht. Denn weiter geht's, Leute. Folgt mir in die Schlacht! Ich kann jetzt nicht schreien, Alter. Siehst du mal, 19 Uhr, einer wollen nötige Ruhe haben hier bei mir in der Nähe. Na denn? Wollen wir hier rein? Ja, Kopf soll, es kommt. Hallo? Habt ihr mich verloren? Ah, ne. Die sind vor Angst gelähmt, scheinbar. Alter, ich habe in die Arme abgehäckselt. Ne, ich soll mich in mein Langschiff begeben, steht hier. Die scheinen nicht mitkommen zu wollen. Stört mich nicht. Hey, Kollege. Ne, die kommen nicht. Ich habe keine Nahrung mehr, wohl bemerkt. Das heißt, ich kann mich erstmal nicht heilen. Gliedmaßen herumfliegen. Oh, ich liebe Assassin's Creed einfach. Und das ist so richtig schön brutal noch dazu. Ich mag brutale Spiele und ich mag Assassin's Creed. Beides kombiniert ist einfach super. So, jetzt aber Leute, hier kommt. Wir müssen weg. Achso, ja, stimmt ja. Einfach nur X drücken. Wo kommt die denn alle her? Alter, filmischer Kamerastil. Das mache ich. Ah ne, muss ich gedrückt halten, ne? Ist das geil. Wieder, ich muss gedrückt halten. Meine Fassung gefiel mir besser. Ich mag den Kerl. Jetzt machen wir, was ich will, Alter. Ich will das nämlich, das ist die letzte Sache, die ich hier... Obwohl, nee, kann ich nicht. Hier muss ich einen Cliffhanger machen, tut mir leid. Länger kann ich nicht aufnehmen. So.
wir sehen dann wohl, wie es in der nächsten Folge erst weitergeht, ne? Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Like und Abo da. Würde mich mega freuen. Auch wenn das jetzt sehr lang war, hoffe ich, dass ihr es euch angeguckt habt bis zum Ende. Denn ich will das Spiel, dass niemand was daraus verpasst. Deswegen nehme ich so lange auf. Also, denn Affe zu, Klappe tot, sag ich mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao und bye, bye.